wir hier an. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Hallo! Gib mir den Dolch! Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Lauf! Geht zurück in die Eingangshalle und wartet dort. Los! Des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Lauf! Zurück in die Eingangshalle und wartet dort. Los! Thank you.
Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei? Verzeiht, wir waren drei. Die Sanduhr? Was? Ich verstand nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Aber ich wusste, mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Und aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Nun... Ich wollte ihm geben, was er begehrte, und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken.
Thank you.